Good morning. Wir haben den 14. Dezember, 9.30 Uhr. Ich war jetzt schon duschen. Ich habe mich schon ready gemacht, weil es geht jetzt gleich zum Acne Store. Das ist so crazy, Leute. Ich wurde von Acne, also mir hat jemand geschrieben und die haben mich eingeladen zu einem Private Sale. Und jetzt bin ich so, ich kann das ja gar nicht absagen. Ich weiß gar nicht, warum ich eingeladen wurde. Anyway, momentan, also ich weiß nicht, woran es liegt, habe ich so krasse Schlafprobleme. Nicht, dass ich jetzt irgendwie schlecht schlafe, ich schlafe eigentlich ganz gut, aber ich kann nicht einschlafen, egal was kommt. Ich bin immer mindestens bis 2 Uhr wach, obwohl ich jeden Morgen trotzdem um 8.30 Uhr aufstehe. Also es ist irgendwie ganz krass. Letzte, wann war das? Vorgestern, vor 3 Tagen war ich bis 4 Uhr nachts wach. Ich lag einfach im Bett. Ich bin um 12:30 ins Bett und ich lag einfach so hier. 3 Stunden lang. Nicht, konnte nicht einschlafen. Gar nicht, ging nicht. Ich habe dann hier Olli genommen. Die habe ich noch aus Amerika. Das sind so Sleep-Gummibärchen mit Melatonin und sowas. Und die helfen einem dabei einzuschlafen. Ich muss auch sagen, immer wenn ich die nehme, habe ich wirklich einen sehr krass tiefen Schlaf. Aber selbst die haben nichts gebracht. Ich weiß auch nicht, irgendwie momentan bin ich so. Ich habe so ein ganz krasses Problem, einfach einzuschlafen. It's so weird. Was nicht, woran es liegt. Naja. Ich ziehe mich jetzt mal um und dann gehen wir zu Akne. Leute, ich bin ja smart. Ich gehe danach zum Sport. Deswegen habe ich schon alle meine Sportsachen drunter gezogen. Und auch das T-Shirt schon. Und ich habe jetzt gerade 4 Hosen an. Krass, ne? Unterhose, so Sportleggings, Sporthose, die normale Hose. Ich fühle mich ein bisschen, als würde ich auf einen Ryanair-Flug gehen. Mit den ganzen Layers. So Leute, I just did some damage. Es ist alles hinten im Kofferraum. Es war crazy. Es war so viel Sale. Ich musste was kaufen. Und jetzt geht's zum Sport. Amazing. Ich freue mich. Ich will jetzt noch zweimal gehen, weil nächste Woche ab Montag, wir haben jetzt Donnerstag, Montag geht's in die Heimat für Weihnachten. Und ich habe jetzt überlegt, noch zweimal oder vielleicht sogar dreimal. Aber ich glaube, ich schaffe eher nur zweimal noch zum Sport zu gehen, bevor es dann in die Heimat geht. Und dort wird ja nur gegessen. So Leute, ich bin ganz winterlich angezogen. Ich treffe mich jetzt mit Melli und Flo endlich nochmal, weil, wie gesagt, am Montag fahre ich ja in die Heimat und dann sehe ich die bis nächstes Jahr nicht mehr. Und Melli ist ja pregnant. Die ist ja schon in der 35. Woche, glaube ich sogar. Wie viele Freunde von mir schon schwanger waren, sind echt crazy. Ich mache mal noch kurz Outfit-Check. Manche Leute kaufen sich ja Designer, klar, Full Looks, aber für so 10K. Bist du schon auf Play? Ja, klar. Hi. Hi, Leute. Blogging Melly. Willkommen. Willkommen. Wir gucken jetzt Fernsehen zusammen. Was schauen wir denn? Was schauen wir? Ja, die Viva-Doku. Ja, nicht, bist du dafür noch zu jung? Ich habe Viva immer geguckt, Viva Top 100. Vor der Nummer 1 kam immer Werbung, da musste man immer abkotzen. Aber ich fand MTV immer besser als Viva. Wart ihr Viva-Menschen? Nein, ich war MTV. Ja, dass du Viva warst. MTV ist ja, also MTV war schon cool, aber. Ich war MTV. Auch ja, du hast auch bestimmt Super RTL und RTL 2 geguckt und du Kika, ne? Ja. Hollywood-Starlight. It's me. Nein, it's me. It's me. Du darfst den Namen nicht sagen. Ach so, dann mach ich halt einen Piep. Oh, Mann. Auch ich könnte ja Lippen lesen. Hello. Hello. Oh mein Gott, mir fällt gerade auf. Ich wollte gerade sagen, was heute ist. Heute ist der 15. Der 15.12. Oh mein Gott, ich habe so lange nicht mit Emma telefoniert. Wow. It's Emmas birthday. Wie geht ihr da dran? Happy birthday to you. Okay, she's not available. Wow, es ist der 15.12. Leute. Es ist schon 13 Uhr. Ich mache mich jetzt ready, weil ich treffe mich jetzt mit Caro. Wir gehen jetzt dies zufälligerweise in Berlin. Und wir schaffen es sehr selten, uns zu treffen, wenn sie in Berlin ist. Aber heute klappt das. Wir gehen lunchen im Club Kitchen. So, das ist mein Outfit. It's very chill.
Ich habe den Pullover vor Jahren gekauft bei Gap, glaube ich. Also bei About You. Ich glaube, der ist von Gap. Ja, von Gap. Dann unten drunter trage ich ein Josef Atelier T-Shirt. Acne Pants. Very bougie today. Ich treffe mich mit Caro. Was soll ich sagen? Full Flash. Oh, sorry. Soll ich ausmachen? Nee, Quatsch. So? Ja. The lunch was lunching. It was amazing. Wir hatten eine gute Zeit und jetzt gehen Jill und ich ins Manufaktum. Was für ein Laden ist das eigentlich? Was gibt's da? Haushaltsware? Ja, ich glaube so ein bisschen Bauhausmäßig auch. So. Ja. Achso, ich dachte gerade Bauhaus, das ist ja nicht Baumarkt. Baumarkt. Das sind so, da gibt's so Salat, Schalen. Das ist das Klassischste für Bauhaus. Ja, das ist so, das erinnert mich jetzt so. Und Gläser und gute Messer und alles rund um die Küche eigentlich. Ja, wir gucken, ich zeig's euch gleich aber mal. Ist irgendwie ein interessanter Laden. Den gibt's auf jeden Fall hier in Berlin. Okay, Leute, das war eine falsche Information. Manufaktum ist was ganz anderes. Das ist ein bisschen so wie Chibo eigentlich. Also Leute, wir hatten doch recht, das ist so ein Küchenladen. Alles rund um Küche und Haushaltswaren. Ich bin so confused irgendwie. Die haben Nachthemden, aber auch Stühle. Dann haben die Gießkannen. Good morning in the morning. Es ist 9 Uhr, 17. Dezember. Bin gerade erst aufgestanden, weil wir haben Sonntag, den 3. Advent. Crazy, fällt mir gerade auf. Wow. Ich mache heute einen kleinen Christmas Brunch. Es kommen ein paar Leute vorbei. Ich glaube, es wird richtig cute. Ich habe ganz coole Sachen gekauft. Ich mache sogar einen Nutella-Baum. Einen Nutella-Blätterteig-Baum. Und ich habe Donuts gekauft und ich glaube, es wird richtig cool. Richtig wholesome. So, let's get it started. Okay, fair. Es gibt doch nur Nutella-Stangen, keinen Weihnachtsbaum, weil man braucht zwei Blätterteige dafür. Ich habe nur einen. Aber da gibt es so Stangen. Look at that. Cute, oder? It's a Christmas dinner. Mit Weihnachtsbaum sogar. Can you imagine? Hier alles mal schon hingestellt. Jetzt fehlt nur noch das Essen. Und die Blätterteigstangen sehen auch gut aus. Guckt euch die mal an. Boah, lecker. The brunch is over. Es war sehr schön. Wir haben jetzt echt 5 Stunden miteinander zusammengesessen und erzählt und gegessen. Und es war so lecker, es war so toll, es war amazing. Und jetzt, morgen geht es ja schon in die Heimat. Das heißt, es ist der letzte Abend. Ich fahre morgen früh zeitig los und ich treffe mich jetzt noch mit Steffi, weil die fährt morgen mit. Ich muss bei ihr noch Sachen abholen und wir gehen jetzt noch ins Gym. Noch ein letztes Mal Sport und dann geht es in die Heimat. Irgendwie kann ich es gar nicht fassen, dass die Zeit einfach hier in Berlin jetzt schon vorbei ist, die Weihnachtszeit. Irgendwie hatte ich gar keine richtige Weihnachtszeit dieses Jahr hier. Oh. Sorry. Irgendwie hatte ich dieses Jahr gar nicht so eine richtige Weihnachtszeit. Es ging alles so schnell. Keine Ahnung. Der Dezember ist vorbei gerusht. Und heute in einer Woche ist einfach Weihnachten. Dieses Jahr ging es extrem schnell. Get up off my seat. Oh. Ist das denn Schlauch überteilt, wie schnell hast du dich umgezogen? Cool, ne? Das muss ich kurz sagen, das ist wirklich Next Level. Zahnbürste Nummer 1, Zahnbürste Nummer 2,
Ich habe meinen Zungenschaber nicht dabei. Hattest du aber nicht drei Zahnbürsten? Nee, zwei. Für Hause habe ich manchmal drei. Nee, das muss ich kurz erklären. Nee, das gibt keine. Das muss ich erklären. Eigentlich sollte man auch nur eine Zahnbürste einmal in 24 Stunden benutzen. Das heißt, die andere soll dann in der Zeit trocknen. Also ist das deine Abend, das ist deine Morgen? Nee, also normalerweise. Zu Hause mache ich das so. Aber hier habe ich jetzt eine, mit der ich sehr gut unter mein Zahnfleisch kann, weil die ist super weich. Und das ist eher die härtere, dann nehme ich den Zahnbelag runter. Look at that. Ich muss sagen, ich liebe ein Sleepover bei Yannick. Entschuldigung. Aus vielen Gründen. Aber einer der Gründe ist, weil ich seine Skincare benutzen kann. Ja, weil meine Skincare so gut ist. Ich weiß nicht, was los ist gerade. Einen komischen Rash. Pickel. Yeah, what's going on? Tupfst du oder reibst du? Tupfen. Ich reibe, weil ich habe das Gefühl, das nimmt dann auch die Mitessraum weg. Und wieso tupfst du? Hat Kylie Jenner mal gesagt. Nee, ich habe das Gefühl halt, wenn du tupfst, ist halt so gentle für deine Haut. Weißt du, wenn du reibst, ist immer eine Aggression. Ich meine, so wie ich aber mein Gesicht auch eincreme, ist es auch aggressiv. Also. I'm very proud of Gigi and Kendall. Das ist ein Running Gag. Habe ich in New York gesagt. Can I mean it, okay? Good night, I guess. Morgen geht's nach K-Town.